Hallo und herzlich willkommen. Ich stelle euch heute den heißesten Scheiß aus Frankreich vor. Ein neues Fahrzeug von Citroën, ein elektrisches Fahrzeug selbstverständlich. Und wenn euch das interessiert, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß. Tja, und da sind wir auch schon. Und da ist der kleine Flitzer, wie man sieht, mit einem sehr eigentümlichen Türkonzept. Und da ist sein Besitzer. Hallo Erik. Hallo Steve. Ja, und ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Du hast den Citroën Ami dir aus Frankreich besorgt, richtig? Genau so ist es. Ja, nicht nur ein? Nein, zwei. Weil einer nicht reicht, oder was? Nee, das war so, ich habe den Wagen selber aus Frankreich geholt. Und auf einem normalen Autotransporter oder Transportanhänger ist also so viel Platz, dass eben zwei draufgepasst haben. Und da schien es mir sinnvoll, dass man den Platz auch nutzt und habe dann eben zwei draufgestellt. Also es war rein sozusagen aus dem Transportkonzept heraus. Aber jetzt nicht beide für dich, sondern der andere ging an Der Bekannte. Andere ging an den Bekannten, genau. Hm, okay. Jetzt ist das natürlich, wir haben gerade schon drüber gesprochen, das ist wahrscheinlich für viele ein Affront, wenn man sagt, das ist ein Auto. Richtig? Das ist eine ganz eigene Fahrzeugklasse. Vielleicht magst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen. Das ist eine spezielle Fahrzeugklasse, richtig? Ja, ich muss dazu sogar sagen, es ist sogar nach dem deutschen Steuerrecht kein Auto. Ah, okay. Also die kurze Geschichte dazu ist die, normalerweise kauft man im Ausland einen Neuwagen netto und führt dann in seinem Heimatland die Mehrwertsteuer dafür ab. Ja. Und dazu muss es aber dieses Fahrzeug mindestens 7 kW haben oder andere technische Daten erfüllen, mindestens 50 Kubikzentimeter Hubraum haben, die der Wagen alle nicht erfüllt. Und deshalb ist der Wagen nach deutschem Steuerrecht gar kein Auto, sondern es ist technisch wie eine Waschmaschine zu behandeln, steuerrechtlich. Das heißt, der Wagen wurde komplett in Frankreich versteuert und wurde hier nach Deutschland gefahren wie jedes andere Produkt, was eben kein Auto ist. Wenn du in Frankreich ein Handy kaufst und das mit über die Grenze bringst. So ist es, ja. Und du hast jetzt schon im Halbsatz so ein bisschen erwähnt, der Wagen hat nicht mal 7 kW Motorleistung. Genau, er hat 6 kW Motorleistung, okay. Und 5 kW Akkuleistung, also Akkukapazität natürlich. Und hat eine Höchstgeschwindigkeit von GPS gemessenen 46 km pro Stunde. Sag das nicht so laut, weil der darf eigentlich nur 45 fahren, richtig? Also selbst bergab im freien Fall würde er nicht schneller als 46 fahren. Er fährt 45 natürlich. Mhm. Aber egal was man macht, der Tacho würde auch nicht mehr anzeigen. Dann fängt er an zu rekuperieren. Das macht er rekuperiert. Er hat dann ein bisschen merkwürdiges Verhalten. Man merkt, dass er also sehr schnell sozusagen dann die Strommenge begrenzt. Ja. Und das führt zu so einer Art, ich sag's mal, Stottergefühl, könnte man fast sagen. Also das ist ein bisschen ungewöhnlich, jetzt ist nicht schlimm oder so. Aber man merkt, dass der Wagen eben deutlich schneller fahren könnte, wenn man ihn lassen würde. Ja. So, jetzt sind wir aber schon ziemlich tief in den technischen Daten des Fahrzeugs, warum ich aber eigentlich mit dir mich hier treffen wollte mit dem Fahrzeug, ist ja, wir wollen mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen und wollen mal gucken, warum importiert man sich so ein Fahrzeug? Oder warum hast du dir so ein Fahrzeug geholt? Was ist da der Hintergrund für dich? Das hat für mich zwei wesentliche Gründe. Der ganz praktische Grund, der im Mittelpunkt steht, ist die Tatsache, dass meine Kinder 14,5 und 12 auf ein Gymnasium gehen, welches 11 Kilometer von unserem Wohnort entfernt ist. Wir sind hier in Brandenburg. Ne? Genau. Okay. Und das Gymnasium ist in Blankenfelde und der Wohnort ist halt etwas entfernt, in Rangsdorf. Und das führt dazu, dass wir sozusagen die Kinder natürlich sehr viel mit dem Fahrrad fahren lassen, aber dass es ja natürlich auch Anwendungsfälle gibt, wo das einfach mit dem Auto praktischer ist, weil man eben Dinge mitnimmt, den Sportbeutel, die Wandzeitung oder es regnet draußen wie doll und verrückt, es sind -3 Grad. Mhm. Also man kann nicht immer mit dem Rad fahren. Und das hat für uns eben die praktische Überlegung gebracht, wie können die Kinder mit dem 15. Lebensjahr eine eigene Mobilität entwickeln. Und das ist so geregelt, dass der AM-Führerschein, also Führerscheinklasse AM, dieses Fahrzeug ermöglicht. Und das ist sozusagen seit kurzem bundesweit möglich, dass der eben in dem Alter schon gemacht werden kann. AM-Führerschein ist ja der gleiche, wie man auch braucht für so kleine 45er-Roller. Genau. Ne? Gut, richtig. Fahrzeug fährt ja genauso schnell. Genau.
Ja, also, aber... Deshalb vielleicht, also der AM-Führerschein, der ermöglicht eben einen sehr leichten Einstieg in die Mobilität. Man muss natürlich eine Führerscheinprüfung ablegen, eine theoretische, eine praktische, genauso wie bei einem Pkw-Führerschein. Nur in der Konsequenz bietet natürlich so ein AM-Fahrzeug einige Vorteile, wie zum Beispiel, dass es keine Hauptuntersuchung benötigt, dass es nur ein Versicherungskennzeichen trägt und keine amtliche Zulassung hat. Dass demzufolge auch die Folgekosten, die das Fahrzeug mit sich bringt, nahezu verschwindend gering sind. Und das Ganze fühlt sich dann also in Summe anders an, als eben ein amtlich zugelassenes Auto zu kaufen. Aber das ist nicht der einzige Aspekt, dass die Kinder damit fahren? Genau. Sondern es gibt noch einen weiteren Aspekt, warum du dich für dieses Fahrzeug entschieden hast. Genau. Und das ist der Gesichtspunkt sozusagen der Definition der persönlichen Nulllinie der Mobilität. Also sprich, ich fahre ja nun auch seit 2013 elektrisch mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen, E-Up, E-Golf, EQC und wie die Fahrzeuge alle so heißen, auch Plug-in-Hybride. Und ich finde es immer wichtig zu gucken, was wäre denn eine plausible Antwort für Massen? Und unter Massen verstehe ich jetzt nicht Berlin, sondern Mexico City oder Neu-Delhi, also sprich... Städte, die um ein Vielfaches größer sind als Berlin. Viel größer sind, wo es auch urbane Mobilität gibt, die über den ÖPNV hinausgehen. Vielleicht auch in Ländern, wo ganz gerne mal angeeckt wird. Genau, so ist es. Und so ist das Fahrzeug auch von Citroën eigentlich zu verstehen. Das heißt, eigentlich ist es so ausgelegt, dass es sozusagen primär dem Sharing-Gedanken unterliegt, dass es also in großer Menge produziert wird mit sehr attraktiven Finanzierungsmodellen für 20 Euro im Monat, eine Einmalzahlung von 2.000 Euro, so wird es in Frankreich beworben, um einfach eine Mobilität für jeden zu ermöglichen. Und die Überschrift von Citroën dazu ist folgende, die sagen, das ist die Demokratisierung der Mobilität. Mhm. Und den Gedanken, den kann ich schon unterstützen, weil zum einen das Fahrzeug eben aus wenig Teilen besteht. Es hat einen sehr kleinen Akku, damit auch einen sehr kleinen CO2-Rucksack. Es wird in der Nähe produziert. Und das sind alles so Dinge, wo ich sage, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem 40.000 Euro Elektrofahrzeug, überhaupt keine Frage. Aber es ist in meinen Augen eine plausible Antwort für alles, was das Fahrrad nicht kann. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel in solchen großen Städten unterwegs bin oder sagen wir mal allgemein im urbanen Raum bin ich unterwegs, aber ich möchte halt eben, ich kann ja mit dem Elektroroller fahren oder mit dem E-Scooter oder was auch immer, aber ich habe manchmal ja auch ganz gerne Einkäufe zu transportieren. Ich habe vielleicht ja die Schulsachen der Kinder oder keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen, die ich von A nach B transportieren möchte. Ne? Und das ist genau das ist der Anwendungsfall. Ich denke, wenn wir sozusagen, wenn das Wetter in Deutschland konstanter, um hier in unserem Bereich zu bleiben, konstanter wäre oder wärmer wäre, wie man das in anderen Metropolen hat, dann wäre sozusagen das Thema der Überdachung nicht so wichtig. Mhm. Aber in dem Zeitraum ab Oktober bis Februar, März haben wir eben doch sehr wechselhaftes Wetter oder auch winterliche Bedingungen. Und da wird dann eben doch das Fahrrad stehen gelassen oder da wird dann eben doch nicht mit der Bahn oder mit dem Bus gefahren, sondern wird eben doch das große Auto dann genommen. Für mich persönlich ist es so, dass Verkehrsmittel Nummer eins, wenn man nicht gerade zu Fuß unterwegs ist, ist für mich persönlich das Fahrrad. Also das Fahrrad ist sozusagen das Fahrzeug der Wahl, wenn man so möchte. Aber es gibt eben viele Anwendungsfälle, egal ob es jetzt persönlich bedingt durch körperliche, sag ich mal, Gebrechen sind oder ähnliches oder Transportbedarf, gibt es viele Gründe, warum man das Fahrrad mal nicht benutzen kann. Und dafür ist dieses Fahrzeug dann für mich persönlich eine plausible Antwort. Definitiv. Jetzt musst du aber auch noch mal eine Runde mit mir drehen. Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein Punkt dazu. Der Wagen hat ein 48-Volt-System. Und das führt dazu, dass es natürlich keine Qualifizierung bedarf im Hochvolt-Bereich. Es gibt keine Schwelle, die also eine Gefährdung darstellen würde. Was nicht heißt, dass 48 Volt nicht gefährlich sind. Das möchte ich so nicht gesagt haben. Aber 48 halt Volt sind nicht 400 Volt. Ja, oder 800 Volt. Oder 800 Volt sogar, genau. Und das führt eben dazu, dass möglicherweise in einer fernen Zukunft, wenn die Fahrzeuge mal abgeschrieben sind, wenn sie wirtschaftlich verschlissen sind und so weiter, dass sie trotzdem lange erhalten werden können, weil sie mit einfacher Technik, mit einfachen Akkus einfach nachzuspeisen sind. Ja. Und bevor wir jetzt, das ist super interessant, aber bevor wir jetzt noch eine Runde drehen, die Frage aller Fragen bestimmt, ist der schnell ladefähig bei 5,5 Kilowattstunden Akkukapazität? Erübrigt sich wahrscheinlich die Frage, aber bevor die Leute natürlich fragen, wie wird der geladen? Der wird geladen über Schuko. Ja, man kann ihn über Schuko laden oder man lässt es laden. Es gibt keine Alternative, es gibt keinen
kein Typ-2-Stecker, es gibt kein CCS, es gibt einfach nur ein Schuko-Kabel. Dieses Kabel ist auch noch fest angeschlagen. Also ähnlich wie beim Staubsauger oder wie beim Twizy. Genau so. Halt raus und genau so ist es. Das ist ja das ganze Laden. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es ist steuerrechtlich kein Auto. Ich habe auch gesagt, es wird wahrscheinlich, für manche ist es wahrscheinlich auch kein Auto. Jetzt haben wir festgestellt, hat 4 Räder, ist keine Roller. Womit könnte man es am ehesten vergleichen? Ich habe vorhin das Stichwort gebracht, Kabinenroller. Aber du hast mich darauf hingewiesen, im Vergleich zu anderen Kabinenrollern hat der doch schon einen enormen Mehrwert, oder? Das ist halt, ich sag mal, es gibt in meinen Augen in dieser Fahrzeugklasse ein Fahrzeug, was ähnlich sein könnte. Das ist der Twizy als 45er Fahrzeug. Ist relativ selten in unseren Breiten, aber in Italien und Frankreich sieht man ihn schon häufiger. Und dann gibt es natürlich viele, viele 45er Fahrzeuge, die mit Verbrennungsmotor fahren. Dass solche Fahrzeuge wie den 45er Twizy in solchen Ländern stark verbreitet ist, liegt sicherlich auch daran, dass man den ohne Führerschein fahren kann, hast du gesagt? So ist es. Genau, also den Wagen, der ist in Frankreich sehr erfolgreich, was den Vertrieb angeht. Den gibt es also seit letztem Jahr erst vor Ort. Und man kann den in Frankreich mit 14 Jahren ohne Führerschein fahren. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Also es ist eine sogenannte sehr niederschwellige Mobilität. Deshalb würde ich das Auto auch, ich sage schon selber Auto, es ist per se kein Auto. Es ist also ein Fahrzeug, was im Prinzip von der sozusagen Klassifizierung kurz nach dem Fahrrad kommt. Mhm. Es bietet sozusagen einen Wetterschutz, es bietet Transportmöglichkeiten für 2 Personen. Und es ist natürlich eine sehr, wie gesagt, eine sehr niederschwellige Mobilität. In Frankreich ohne Führerschein, trocken warm, ist geheizt der Wagen. Und die Zuladungsmöglichkeit? Die ist erstaunlich. Das sind über 200 Kilogramm, die also der Wagen zuladen kann. 225 Kilogramm. Ja. Das ist schon ordentlich. So, jetzt hat man ja gerade gesehen, das Türenkonzept ist ja dann doch ein bisschen anders. Die Tür geht nach hinten auf, die andere geht nach vorne auf. Ja. Ist so eine Art Gleichteile-Politik, kann man sagen, geschuldet. Also das Vorderteil hier, das ist übrigens alles aus Kunststoff, ne? Natürlich, also der Wagen selber hat einen Gitterrohrrahmen und ist von außen beplankt mit Kunststoffteilen, die natürlich so weit wie möglich gleich sind. Das heißt, linke Tür, rechte Tür sind identisch, deshalb sind sie auch umgekehrt angeschlagen. Das Vorderteil, das Hinterteil ist identisch. Und es führt dazu, dass in Summe der Wagen nur aus 260 Bauteilen besteht. Was sich dann auch wieder im Preis widerspiegelt? Genau, der Wagen kostet in Frankreich 6.000 Euro. Dort vor Ort gibt es noch eine Förderung von 900 Euro. Und vor Ort werden allerdings 20% Mehrwertsteuer zu entrichten. Das heißt, mich hat dieser Wagen jetzt in Deutschland hier stehend 7.200 Euro gekostet, versteuert und natürlich ohne Förderung, weil ich keine französische Staatsbürgerschaft habe. Ja. Also sozusagen der Maximalpreis, den man also ohne Förderung bezahlen würde. Okay. Dadurch, dass es kein Auto ist, könnte man sich auch die Förderung in Deutschland abschminken. Genau. Fassen wir noch mal kurz zusammen. 45 km/h Spitze, 5,5 Kilowattstunden Batteriekapazität. Richtig. Ergibt wie viel Reichweite? 70 Kilometer. 70 Kilometer. Und ungeheizt. Ungeheizt, genau. Und das ist ja der entscheidende Punkt, der entscheidende Unterschied zum Twizy. Ja. Der hat eine Heizung. Der hat eine Heizung, ja. Die ist sogar relativ leistungsstark, erstaunlich. Die wird also in der Lage sein, den Innenraum schon spürbar zu erwärmen. Okay. Klimaanlage ist jetzt nicht mit dabei. Die Klimaanlage befindet sich hier. Genau so ist es. Diese Ausklappfenster sozusagen. In Anlehnung an die Technik, die man noch von der Ente kennt, ja, die Klappfenster von innen oder auch von außen zu bedienen. Es gibt einiges an, sag ich mal, Optimierungspotenzial, keine Frage. Zum Beispiel ein Innenspiegel ist nicht dabei, den kann man natürlich sehr leicht nachrüsten. Zum Zweiten hat der Wagen hier oben ein Glasdach drin. Das bietet natürlich den Vorteil, dass man einen sehr, sag ich mal, luftigen Innenraum hat. Aber der Wagen heizt sich dadurch natürlich auch sehr auf. Ja. Würde ich sagen, nehmen wir euch mal mit auf eine Runde, denn ihr müsst auch noch unbedingt dieses Raumgefühl sehen, weil das traut man dem Fahrzeug echt nicht zu, wenn man so davor steht. Ich meine, wir stehen jetzt hier so davor und du denkst dir, oh, ist aber süß, der Kleine. Also viele kennen vielleicht den Smart 4.2. Der Wagen hat innen ein größeres Raumgefühl als ein Smart 4.2. Das kann man sich nicht vorstellen. Das wird man auch schlecht in Bildern einfangen können. Es ist einfach überraschend, wenn man in dem Wagen sitzt, wie groß er von innen scheint zu sein. Wir zeigen es euch einfach mal und dann melden wir uns zurück. Ja. Du
Vollgas, 45. Rekuperiert jetzt hier, wa? Ja. Also hörst du warmen Sound. Ja, hört man. In Meinung hat an diesem Auto Citroën alles richtig gemacht. Und ich rechne den echt hoch an, dass sie den Mut hatten, als Großserienhersteller sich auf so ein Abenteuer hier einzulassen. Die Vorderachse ist komplett aus dem Citroën C1 zum Beispiel. Okay. Also die ist völlig überdimensioniert. Da sind innenbelüftete Scheibenbremsen drin mit riesen Bremssätteln. Damit kannst du mit 140 auf der Autobahn fahren. Aber das hatten sie halt im Regal rumzulegen. Mhm. Und hinten ist es ähnlich. Die Räder auch. Die Räder sind auch vom Citroën C1. Also die haben natürlich jetzt versucht, möglichst wenig zu entwickeln. Ja? Mhm. Und das führt eben dazu, dass das in Summe irgendwie so ein lustiges Pferd geworden ist. Auch die Beschleunigung ist nicht schwach. Mit Aufdrücken fährt schon los. Ja, ist nicht so, dass du denkst, was ist jetzt hier? Ja, vielen Dank, Erik, für die Spritztour. Macht wirklich mega Laune, der Wagen. Kann ich einfach nur bestätigen. Und ich glaube, wenn man sich so die Leute da draußen anguckt, die können das echt kaum erwarten, dass der auch auf den deutschen Markt kommt, oder? Also, machen es mal so. Wir haben jetzt nur eins. Das war ja jetzt natürlich tatsächlich zufallsgesteuert, dass uns tatsächlich Menschen auf der Straße ansprechen, wann kommt der Wagen nach Deutschland, hier in einer Kleinstadt, in der wir uns gerade befinden. Ich möchte gar nicht wissen, was damit ist, wenn du mit dem Wagen Potsdamer Platz sich hinstellst. Wollte ich mal sagen, 17. Juni, ja, Brandenburger Tor. Ich glaube, zu dem Wagen kann man nur zwei Meinungen haben. Das ist entweder als Konzept genial verstanden und man sagt, okay, das macht irgendwie Sinn als Mobilitätslösung. Oder man vergleicht es mit dem Auto und sagt, um Gottes Willen, da drin werden wir alle verunglücken. So kann die Zukunft nicht aussehen. Und so polarisierend reagieren die Leute auch drauf. Das heißt, die es gut finden, wir fahren die Straße entlang und wir kriegen dafür von Passanten Daumen hoch. Ja. Ja, vielen Dank auf jeden Fall dafür. Vielen Dank für dein Engagement und ich glaube, deine Ortsnachbarn hier, die sind auch ganz glücklich, dass sie den noch ein paar Mal öfter sehen können. Ich wünsche dir und deinen Kindern auf jeden Fall viel Spaß damit. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare, ne, was ihr alles wissen wollt. Ich kann Erik alles fragen und wir können bestimmt auch noch mal so ein Video dazu machen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben unterwegs auch ein bisschen gequatscht, da sind noch ein paar andere Ideen gekommen, was man so machen kann. Da freut euch drauf, deswegen unbedingt Kanal abonnieren. Denkt dran, immer, ne, ist nicht umsonst, aber komplett kostenfrei. Und dann freue ich mich, wenn wir uns schon bald wiedersehen. Vielen Dank, Erik, und vielen Dank an euch. Ciao. Tschüss. I go lost and don't really care what it cost them. You don't wanna cost them. My lifestyle awesome. Couldn't decide if my gal wanted to, so I bought them. Don't run track, but I run up a check. Run, do it real big, gotta one up the next. Point to the sky with the one up, I'm blessed. I'm young, rich and black, so you know I'm a threat.